Sie alle haben am Wiederaufbau von Notre-Dame gearbeitet. 2000 Menschen. Und heute konnte man zum ersten Mal sehen, was sie geschafft haben. Die Wände, befreit von jahrhundertealtem Ruß und Dreck, zerstörte Skulpturen, Fenster und Wandmalereien wieder aufgebaut. Heller und strahlender ist die Kathedrale. Präsident Emmanuel Macron bedankt sich für ihre Arbeit. Sie waren die Alchemisten der Baustelle. Sie haben Kohle in Kunst verwandelt. Macron hatte einen Wiederaufbau innerhalb von 5 Jahren versprochen. Kaum jemand hatte das für möglich gehalten. Jetzt, 5,5 Jahre später, zeigt sich, es war kein leeres Versprechen. 15. April 2019. Feuer in Notre-Dame. Der berühmte Spitzturm steht in Flammen und bricht schließlich in die Kathedrale ein. Nach dem Brand ging es an die Arbeit. Die Kathedrale sollte originalgetreu wieder aufgebaut werden. Für den Dachstuhl etwa wurden rund 2000 französische Eichen gefällt. Knapp 3000 Quadratmeter Fenster wurden restauriert. Die offizielle Eröffnung der Kathedrale ist in gut einer Woche. Macron nutzte die Veranstaltung heute wohl auch, um von den guten Nachrichten zu profitieren.